Wäre jemand willig, dieser Kammer Kost zu kredenzen? Will er jetzt auch noch Zimmerservice? Hol dir selbst was. Wir haben einen vollen Kühlschrank. Naja, voll geht's gerade. Schätze mal, das erklärt, warum wir Cosmo nicht erreichen konnten. Ich bin Groot. Wenn du nicht antwortest, sind wir gleich ein Satz Atome. Ich übernehme die Kommunikation. Hau rein, Kumpel. Grüße, Reisender. Habt ihr die Wahrheit ihres Versprechens angenommen? Das taten wir. Meine verstorbene Frau und Tochter sind bei mir. Wir danken der Matriarchin für ihr Geschenk. Möge das Versprechen erfüllt werden. Du darfst im Raumhafen landen. Ganzen Kneipen und Wettbüros. Und Nudelboden? Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Ich vermute, es ist schlimmer. Raker rekrutiert Regimente, derweil wir Wohlfall warten. Ich lande so schnell ich kann, Gott. Was zum Flock? Na toll, der Kokon-Typ glaubt, er wäre jetzt ein Schmetterling. Er ist ein Mann der Tat. Hoffen wir, dass er die Kirche ablenken kann, solange wir Nikki suchen. Hätte nicht gedacht, dass du dich durch die Security bluffen kannst, Muskelpaket. Ich bin der Täuschung durchaus fähig. Wir werden mehr als das brauchen, um zum Continuum-Cortex zu kommen und Nikki zu retten. Vor allem, wenn Goldjunge nicht an Bord ist. Sollen wir versuchen, ihn zu finden? Wir müssen uns wirklich beeilen, wenn wir das Mädchen retten wollen. Drax hat recht. Hoffen wir einfach, dass Warlock ordentlich Schaden verursacht. Okay, letzter Showdown gegen Raker. Diesmal holst du ihn dir endgültig. Das habe ich vor. Wir gehen nicht ohne Nikki von hier weg. Dein Kind steckt echt tief drin, Quill. Ihre Mom ist tot, Mann. Wenn Warlock die Wahrheit sagt, benutzt das Ding in ihr Corells Tod, um sie zu manipulieren. Verstehe. Wird nicht einfach, sie da rauszuholen, aber ich werde trotzdem mein Leben dafür riskieren. Ich bin Groot. Groot will, dass du weißt, dass er alles tun wird, um dein Kind zu retten. Weißt du was? Ich glaube, das habe ich verstanden. Ich bin Groot. Geht mir genauso. Ich will unbedingt ein paar Robenflaker wegblasen. Nur damit du es weißt, ich werde alles tun, um dein Mädchen zu retten. Ich weiß, wie wichtig dir das ist. Du kümmerst dich um die Milano, okay? Sorg dafür, dass das Schiff noch da ist, wenn wir zurückkommen. Bereit, Drax? Bereit. Meine Klingen sind so scharf wie die Zunge des Nagers. War das eine Metapher? Ein Vergleich. Also los, retten wir Nikki. Peter? Okay. Bleib cool. Überlasst mir diese Typen. Willkommen, Reisende. Seid ihr gekommen, um Zeugen der Erfüllung zu werden? Der was bitte? Der Umsetzung des Versprechens der Matriarchen. Des Beginns einer neuen Welt. Ohne Tod oder Schmerz oder Angst. Ihr solltet das wissen. Seid ihr nicht für eine Landefreigabe überprüft worden? Was? Doch, natürlich. Warum wisst ihr dann nichts von der Erfüllung? Hier stimmt etwas nicht. Diese Ketzer müssen aufgehalten werden. Attacke! Gamora! Schnitt! Spar dir deine netten Worte für später, Quill! Das würde ich nur ohne dich machen, Rocket! Zeit ist
Sie, Drax! Seht doch den Zauberer einen seinen... Nimm ihn ins Visier! Groot, du bist dran! Der Quadratschädel pumpt seine Kumpel auf! Wir sollten die Verbindung irgendwie durchbrechen! Dein Glaube konnte ihn nicht in der Luft halten! Schön, dass jemand ihm den Mund gestopft hat! Ach, danke, Gamora! Nur raten, dass ihre Welt ohne Tod oder Schmerz oder Angst daherkommt. Denn ich werde sie dafür umlegen, dass sie diesen Raumhafen zerschlagt haben. Sie haben ziemlich viel umdekoriert. Ein Grund mehr für uns, zum Cortex zu gelangen und Niki zu finden. Mist! Kosmosturm ist abgeschaltet. Das liegt daran, dass er noch nie dunkel war. Ihr wisst schon, dass einige Typen, die auf uns geschossen haben, zur Nowhere Security gehörten? Das bedeutet nichts Gutes für den Hund. Ich war noch nie ein großer Fan des Köters, aber wir hätten einen Ersatztelepathen gebrauchen können. Wenn Cosmo auf ihrer Seite ist, wird es deutlich schwerer, zum Cortex zu gelangen. Die Mission lautet, Niki zu retten. Es wäre schlimm, wenn Cosmo auf das Versprechen reingefallen wäre, aber wie schon auf Lamentis gesagt, wenn wir sie heilen, heilen wir alle. Welches Versprechen sollten sie einem Hund auch anbieten? Eine schöne Runde apportieren? Genau. Glauben wir einfach daran, dass es ihm gut geht. Echt jetzt, Peter? Glauben? Davon scheint hier schon viel zu viel gelagert zu sein. Ich habe Angst davor, was wir auf dem Marktplatz sehen werden. Dasselbe wie bei unserem Anflug. Schon, aber diesmal aus der Nähe. Nowhere war eh schon nicht immer schön, Flag. Aber... Da drüben! Es sind so viele! Ich hätte gedacht, die meisten Nowhere-Leute würden das Versprechen ablehnen. Jeder will Dinge, die er nicht haben kann. Ja, aber diese Gauner waren immer skeptisch, wenn ihnen jemand was umsonst gegeben hat. Du hast recht, Rocket. Die Leute hier waren hart drauf. Ich habe mal gesehen, wie einer einen verprügelt hat, weil der ihm ein Kompliment gemacht hat. Die würden sich nie freiwillig anschließen. Ein Schwert an der Kehle kann sehr überzeugend sein. Sie haben überall verflachte Glaubensbatterien. Genau wie auf der Halas Hope. Vielleicht haben sie im Cortex noch eine riesige Strahlenkanone gebaut. Um von mehreren Welten auf einmal Glauben abzusaugen? Ist das überhaupt möglich? Die Energie lädt diese Batterien nicht auf. Sie fließt von ihnen weg. Dann treiben sie also etwas an. Sieht ganz so aus. Versucht nicht aufzufallen. Lausige Spaßflacker, macht euch bereit zum Sterben! Sie fürchten den Tod nicht. Wir können ihn trotzdem vorher wehtun. Ha! Mach den Groot mit ihm, Groot! Zum Glück hatten die Kosmos-Leute alle keine Jetpacks. Ich bin kaum mit Spitzen geraten. Warum hat der Goldene sie nicht attackiert? Je weiter wir vorrücken, desto mehr Batterien. 100 Units, dass sie was mit der Erfüllung zu tun haben. Der Priester hat gesagt, sie bringen... Sie können niemanden wiederbeleben. Schon gar nicht nach Nikis Rettung. Ich habe über das Nachgedacht. Über welchen Teil? Er hat nur geredet, seit wir ihn getroffen haben. Darüber, dass Niki und das Magus-Ding zu sehr verbunden sein könnten, um sie zu retten. Hat er das gesagt? Da verstehe ich ja die Käfer-Lady besser. Hier drüben! Sieht aus, als passen wir da durch. Wir müssten in der Nähe von Mantlos Bar sein. Siehst du sie? Nicht wirklich. Es liegen jede Menge Trümmer im Weg.
Durch diese Wand kommt er nicht durch. Auf der anderen Seite... Oh! Das hat nicht funktioniert. Flatkopf, ich geh rein. Was ist mit den Fanatikern? Wenn ich welche sehe, mache ich sie platt. Wer, wenn nicht wir, stimmt's? Hier ist niemand, Quill. Aber du wirst einen Brocken von dieser Seite herauslösen müssen. Gamora, jetzt müsstest du dein Schwert reinstecken können. Hilfst du mir? Seht euch das an. Jetzt wird's persönlich, Quill. Es überrascht mich, dass die Kirche den Cortex einnehmen kann. Er schien mir beim letzten Mal ziemlich sicher. Tja, nicht halb so sicher, wie der Hund dachte. Die Kirche bekommt mit jedem Tick mehr Truppen ihrer Übung. Wir haben keine Spur vom Goldmuskel, seit er vom Schiff gesprungen ist. Adam Warlock. Vielleicht hat sie ihn irgendwo in der Unterstadt zerlegt. Oder er wurde von einer Irrenpatrouille aufgegriffen. Oder es war eine Lüge, auf welcher Seite er steht. Und er wartet nur darauf, uns anzugreifen. Warlock hegt einen alten Groll. Er würde sich nicht mit dem großen Einiger zusammenschließen. Wir versuchen nicht nochmal, sie auszutricksen, oder? Damit, dass wir alle das Versprechen angenommen haben? Wofür brauchen wir den Goldjungen überhaupt? Wir kamen doch bestens ohne ihn zurecht. Von wegen bestens. Der Magus verschlang meine Seele. Dein Gedächtnis ist lückenhaft. Mein Gedächtnis ist einwandfrei. Ich bin lediglich ein Optimist. Weißt du, warum wir Warlock brauchen, um das Weltraummagie-Ritual zu stoppen? Weil wir Weltraummagie nicht beherrschen. Ja, weil es sie überhaupt nicht gibt. Da bin ich nach Lamentis nicht mehr so sicher. Nichts von all dem ergibt einen Sinn. Aber Mantis hat uns... Vorsicht, Gefahr voraus. Okay, alles klar. Anscheinend will die Kirche verhindern, dass wir da reingehen. Das wird sie nicht schaffen. Hörst du was? Gesang oder so? Nein. Ich hätte schwören können. Jungs, seht mal nach unten. Das ist ziemlich viel Licht. Du denkst, das ist die Erflakung, oder? Könnte aber auch nur Ablauf von den Kabeln sein. Was immer diese Irren vorhaben, sie brauchen jede Menge Saft. Vielleicht haben sie damit ihre Flotte betrieben, um Lamentis zu erreichen. Nein, das könnte der Cortex alleine in die Hand nehmen. Nikki hatte Warlocks Seelenstein in ihrer Hand. Was, wenn er dort verschmolzen ist und Raker versucht, ihn zu entfernen? So wie bei Goldlöckchen? Hat ja beim ersten Mal nicht so toll funktioniert. Sie hat vielleicht das Böse im Stein gespürt und darauf bestanden, es erneut zu versuchen. Oder sie wird nicht länger benötigt und Raker will die Macht des Steins für sich selbst. Also, wir müssen zur Unterstadt das Mädchen finden und was sie auch vorhaben, stoppen. Und wir müssen damit rechnen, dass sie uns stoppen wollen. Die Konvertierten sind zum Sterben bereit, um ihre Leben wieder zum Leben zu erwecken. Was ziemlich ironisch ist, wenn man drüber nachdenkt. Unsere Zusammenarbeit ist belebt. Wir sind ein großartiges Team geworden. Ja, das sind wir, Drax. Wir sind jetzt eine große, glückliche Familie. Was hast du denn mit dem Schrott vor? Die ist kein Schrott. Des Lichts! Valem Manate! Nein! Die Wächter der Galaxie! Rettet die Gläubigen und alarmiert den großen Einlauf! Die Erfüllung darf nicht aufgehalten werden! Da kommen neue Kirchis! Sie werden schon bald umfallen wie die Fliegen! Das war's! Sie ist übergeschnappt! Gamora! Warte auf uns! Ja, Schwarz! Komisch, Gamora! Alles okay? Wenigstens haben wir beendet, was immer der Priester da gemacht hat. Er hat sie zum Versprechen konvertiert. Ich bin
muss eine Puppensache sein, ich weiß auch nicht. Also, wir den ruinieren! Den ruinieren! Was ist denn jetzt los, Gamora? Lauf zu ihm, Drax! Da kommt ihr nicht durch! Gamora? Was ist denn da los? Diese Abfallpuppe muss magisch gewesen sein oder so. Nein, ist nicht meine Schuld, dass sie sich so aufführt. Geht's dir gut? Ging mir nie besser. Yep. Definitiv nicht gut. Gamora, warte mal, warte! Warum? Damit noch mehr Kinder im Namen von Rikers verfluchter Kirche geopfert werden? Nein, natürlich nicht. Nur... Nur was, Peter? Ich weiß auch nicht. Durchatmen? Jede Minute, die wir vergeuden. Wir haben keine Zeit zum Durchatmen. Ich weiß, Raker weckt schlimme Erinnerungen in dir. Es geht hier nicht um Thanos. Es geht hier um Nikki und was Männer wie Raker und Thanos mit Mädchen wie ihn machen. Oder mit mir. Oder meiner Schwester. Hätte ich doch bloß besser Acht gegeben auf Nebula, dann wäre sie vielleicht nicht tot. Wow. Was? Nebula ist tot? Wie? Ich meine, wer war's? Ich möchte ihm seine blutbesudelte Hand schütteln. Ich war's. Du hast deine Schwester getötet? Sie hast du also im Versprechen der Matriarchin gesehen. So habe ich die Lüge erkannt. Die Nebula, die ich kannte, wurde verwandelt in ein hasserfülltes, rachsüchtiges Monsterwesen. Eins, das immer weitergemacht hätte. Nur ich konnte es aufhalten. Also tat ich es. Dass ich das überlebe, war nicht vorgesehen. Wieso hast du denn nie etwas gesagt? Weil es kein guter Gesprächsanfang ist. Hi, ich bin Gamora. Ich habe meine Schwester gekillt. Werden wir Freunde? Nein, werden wir nicht. Wer will schon einen Monster zum Freund? Oder in seinem Team haben? Einem Team, in dem ich... mich seltsam wohlfühle. Trotz allem, was war. Naja, ich hasse Nebula, also wenn's nach mir geht. Was denn? Ich sag ja nur, das ändert nichts. Genau genommen ändert das alles. Die todbringendste Frau der Galaxie gibt gerade zu, dass sie uns liebt. Tu ich nicht. Doch, tust du. Du hast gesagt, du liebst uns nach dem Teil mit dem Mord. Ich sagte, ich fühle mich wohl bei euch. Auf K'Tath ist das die Definition von Liebe. Gern haben. Ich hab euch gern. Können wir jetzt weitermachen? Einverstanden. Noch mehr Zuneigung und ich muss reiern. Wir akzeptieren dich, Gamora Zanhubiri. Dann sind wir jetzt wohl verheiratet. Das halte ich echt nicht aus. So, wir haben alle mal tief durchgeatmet. Wie wär's, wenn wir jetzt einem gestörten Guru in den Hintern treten? Ja. Großer! Verdorbene Waffen auf Hause, Groot! Fast!
Nebula getötet hast. Ich kann es auch nicht glauben. Oh, dieser Typ spürt das fast gar nicht. Wenn wir Raker finden, kriege ich ihn zuerst. Sei dabei aber vorsichtig. Gleich gibt's Schnittchen. Die Arme! Er hat sich Drax geschnappt. Schlag ihn zusammen. Will ich mir das ein oder machen wir wirklich kaum sehen? Das Ding ist zäh! Wir müssen von allem aufhalten! Packen und ziehen, Groot! Ich werde es genießen! Sie haben Zugriff auf den Cortex. Wer weiß, wie viel Verstärkung sie herbringen können. Wir müssen ihn abschalten! Gehen wir zur Brücke. Kosmos Turm ist der schnellste Weg. Warum blockieren die immer noch alles? Weil sie uns jetzt erwarten. Wir brauchen einen anderen Weg zur Brücke. Wir sollten vorbereitet sein für den Fall, dass der große Einiger kommt. Ich bin bestens vorbereitet. Die könnte lang genug für eine Brücke sein. Außer sie zerbröselt, wenn sie umfällt. Drax? Ich hab mich schon drauf gefreut, mal wieder was umzustoßen. Also, Gamora? Ich bin's. Wie kann ich das Interessanteste, das sie jemals getan hat, nicht ansprechen? Echt jetzt? Ein Glaubenskraftfeld? Wenn wir die Energiequelle finden, müssten wir es abschalten können. Dann sehen wir uns mal um. Weißt du, ich habe es immer gehasst, wenn mich dieser Kosmos-Scheinwerfer angeleuchtet hat. Jetzt vermisse ich ihn irgendwie. Ich wusste gar nicht, dass du so sentimental bist. Fast zu ertrinken kann einen verändern. Du musst die Energie abschalten, Quill. Sehr gut, Peter. Gehen wir. Wir müssen weg sein, bevor Raker auftaucht. Hast du das Kind in dem Ritualding gesehen? Er war nicht zu übersehen. Hat die Kirche das mit seinem Kopf gemacht oder wurde er so geboren? Okay, direkt voraus. Hauen wir rein. Jetzt ist keine Zeit. Wächter der Galaxie. Die Matriarchin hat nun beschlossen, die Erfüllung einzuleiten von diesem Ort aus. Und ihr werdet sie nicht aufhalten. Gar nichts hat sie beschlossen. Du hast sie von Anfang an manipuliert. Sie ist das Licht. Und ich bin lediglich ihr Diener. Nicht leicht zu leuchten, wenn man so ein finsteres Monsterding in sich trägt. Blasphemie! Ihr mögt euch ihrem Versprechen verwehrt haben. Aber ihr werdet glauben, wenn es euch wieder zurückholt aus den kalten Klauen des Todes! Dein Gram führte dich an einen gefährlichen Abgrund, alter Gefährte. Nicht sein. Ich sah dich sterben. Die Form ist flüchtig. Doch was zugrunde liegt, währt ewig. Entsage dieser starrköpfigen Sinnlosigkeit, bevor sie Zerstörerisches zeitigt. Zerstörerisch? Das ist deine Chance, Gamora! Achte darauf, dass wir nicht runterfallen! Ich hab Jetstiefel! Schon vergessen! Eine Flagge, Hettenschützen! Das Feiglinge! Wir müssen die Distanz verkürzen! Das ist dein Ende! Über Dächer rennen und ballern, das macht richtig Spaß! Wenn es nicht so viele wären, würde ich dir ja zustimmen!
Alles für dich, Rocket! Bleib von das wird Kanten klappen! Weg. Wir kommen mit Boxsprüngen zurück auf die Brücke! Boxsprünge? Das ist... Folgt mir einfach! Der Rapsode wird von unserem Schlachtkrieger berichten! Der was bitte? Festnageln, Groot! Es wird Zeit, dass jemand eine Klinge spürt! Rocket, entsichert und los! Mist! Jetzt ist es das Nova-Corps! Nach dieser Sache müssen Sie jede Menge neue Leute rekrutieren! Was jetzt, Peter Quill? Dieser Nova-Corps-Typ war völlig durch den Wind! Diese Abtrünnigen gehen nicht nach! Also gut, wir müssen zu diesem Aufzug. Wir müssen über die Dächer gehen. Ah, weil du ein großes... Seht, Goldjunge und der Eineimerige kämpfen immer noch. Hoffentlich war das ganze Gottgerede nicht bloß Angeberei. Wir sitzen fest. Wir sitzen doch da nicht. Herr Mann, wir können hier nicht bleiben. Darum sind wir uns einig. Aber einen von den Nova-Corps-Irren ausgeschaltet! Gamora, gib der Kartmann! Gute Idee! Wenn du da drüben noch mehr Heckenschützen findest, lass mir einen übrig! Ich kann nichts versprechen! Der Absurde wird von unserem Schlachtkrieger berichten! Der was bitte? Gamora, Aufschlitz! Auf die Spitze getrieben! Ich hab so viel Spielzeug und würde es so gern benutzen. Wir nähern uns dem Tor des Hundes. Halt durch, Niki. Wir kommen.